Das Wissen kehrt mit diesen einfachen Worten auf Pergament geschrieben zurück. Noch einmal lehren zu können in einer himmlischen Lehrstunde. Ich würde das alles verhindern. Eines Tages. Wusch. Level up. 1000 Erfahrungspunkte. Schön, schön. Hast du noch was zu sagen? Wir werden alle noch einmal leben. Eines Tages. Na gut. Khalid, raus da. Und Girogon, mach mal dein Level up. Stufe 5, ganz viele Lebenspunkte. Schön, schön. Und Böses entdecken, Schutz vor Bösem. Als neue Fähigkeit bekommen. Also als eine Standard-Paladin-Fähigkeit. Nicht als besondere Fähigkeit im Traum. So, eine Spruchrolle. Das ist immer gut. Edelsteine sind auch immer gut. Zwei sind besser als einer. So. Immerhin, komm mal mit. Dann schauen wir uns hier oben in den Ruinen nochmal um. Aber ich denke, das wird in Zeitraffer besser kommen, denn die paar Kobolde erledigen wir quasi im Schlaf. Also bis gleich. Skelett sprechen will. Fleisch, hier. Genug, um mich wieder ganz zu machen. Nee, wir wollen unser Fleisch behalten. Halt, Gespenst, und gib euer Wesen preis. Ich bin Ishard, der größte aller Kämpfer. Ich will leben und Blut schmecken noch einmal. Okay, er hat zu seinen Lebzeiten also Blut getrunken. Nicht sehr charmant. Eures wird das erste sein, in 100 Jahren. Nee, ich denke nicht. Alle auf ihn. Und du wartest erstmal ab. Oh, der Moment sollte doch nicht stehen bleiben. Der ist aber hartnäckig hinter ihr her. Und Dünner hier, weg, 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 weg. Ah, Dünner hier da lang, Immun da lang, der Rest hinterher. Na endlich. So. Gleich mal magisches Geschoss drauf. Und im Moment geht einfach da ein Nahkampf. Die drei Kobolde dürfte sie wohl schaffen. Vier Kobolde. Oh. Oder auch nicht. Dann mach dich mal unsichtbar. Und hau ab da. Oh. Und Heiltrank. Weg. Ich sagte weg, 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 weg. Noch ein magisches Geschoss. Obwohl, nee. Nehmen wir erstmal die Hamster auseinander. Die Hamster auseinander. Die Kobolde auseinander, die stören. So. Die anderen Kobolde bleiben da oben. Ah ja, stimmt. Immer ist ja unsichtbar geworden. Dann versuchen wir mal hinterher den Angriff. Auf einen Untoten. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Oh. Okay. So, und jetzt killt nochmal die Hamster da. Die Kobolde, nicht die Hamster. Ich glaube, Minsk hätte was dagegen, wenn wir Hamster töten würden. So. Hoffentlich bleibt das nicht hängen und ich sage jetzt jedes Mal Hamster, wenn ich Kobolde meine. Na, mal schauen. So, und was hat er dabei? Ein Zauber, Juwelen. Und eine magische Keule. Ja, schön, schön. Und noch mehr Schmuck. Ja. So, das dürfte es hier oben aber gewesen sein. Das heißt, ich nehme noch den Schnipsel vor und schaue mich dann hier unten um. Auch wenn das eine Weile dauern dürfte. Und, ich raste gleich erstmal.
Was haben wir da? Ein Halbling, Schrägstrich Zwerg oder Gnom. Ihr seid ein absonderliches Volk. Wanderer, wartet einen Moment. Ich möchte mit euch reden. Ihr seid Abenteurer. Stimmt doch, oder? Nein, wir sind Händler. Schwer gepanzerte Händler. Ja, wir sind Abenteurer. Was geht euch das an? Das ist dann schon in Ordnung. Wisst ihr, ich bin ein Wanderer. Aufs Kämpfen bin ich nicht so erpicht. Ich nehme mir ganz gern mal etwas aus Ruinen oder Monsterverstecken mit, aber versuche stets, möglichst nicht verletzt zu werden. Das tun wir auch. Also, verletzt werden wollen wir auch nicht. Ich habe jedenfalls etwas, was euch interessieren könnte. Ich besitze einen Edelstein mit magischen Kräften. Ich kann ihn nicht gebrauchen und niemand war bisher bereit, den Preis zu zahlen, den ich mir vorstelle. Wäret ihr daran interessiert? Vielleicht solltet ihr uns sagen, was der Edelstein kann. Natürlich, es ist ein Stein des wahren Blicks. Mit ihm könnt ihr die Wahrheit in allen Dingen sehen. Möchtet ihr ihn haben? Ich verkaufe ihn für 1000 Goldmünzen. Nicht mehr und nicht weniger. Warum verkauft ihr nicht für weniger als 1000 Goldmünzen? Ein solches Stück kann ich nicht für weniger als 1000 Goldmünzen verkaufen. Also, es erkennt die Wahrheit in allen Dingen. Vielleicht Identifizierung? Okay, für 1000 Goldmünzen nehmen wir es. Gut, hier ist der Edelstein. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Warte mal kurz. Wo ist der Edelstein? Da. Und das ist ein ganz normaler Türkis. Für 1000 Goldmünzen. Und er ist weg. Obwohl wir Pause gedrückt haben. Ah! Na gut. Dummer kleiner Halbling-Zwerg-Gnom. Na gut, ich decke dir mal weiter hier die Gegend auf. Und wenn wir den Halbling-Gnom-Zwerg noch irgendwann mal wiedersehen, dann kriegt ihr richtig einen auf den Deckel. So, ich habe jetzt das ganze Gebiet aufgedeckt, was ziemlich zeitintensiv war. Denn wie ihr sehen könnt, sind hier sehr viele Plateaus, wo man nur auf einer Seite hochkommt und wieder ganz zurücklaufen muss. Das heißt, es kann gut sein, dass ich das rausschneide alles. Und ihr diesmal keinen Zeitraffer zu sehen bekommen habt. Aber ja. Ich habe auch probeweise einmal die Karte im Osten verlassen, um zu gucken, was da ist. Und da scheint es ein Dorf zu sein, von dem wir schon gehört haben. Das heißt, das ist unser nächstes Ziel. Und hoffentlich ist da ein bisschen mehr los als hier in dieser trostlosen Wüste. Obwohl, Wüste ist das gar nicht. Brachland? Ja, könnte Brachland sein. Und da ist, wie gesagt, Gullikin, wo die Halblinge leben sollen. Feinde haben ihnen aufgelauert. Und auf den 10 Schritten dahin haben wir Feinde gefunden. Na gut. Erledigen wir die auch noch schnell. Nein, Dünner hier, du nicht. Oh, das scheint doch ein wenig gefährlicher zu werden. Wohl geht. Du heil dich mal selbst. Du heil sie auch. Nee, Heildüner hier. So, dann nochmal Khaled und nochmal dich. So, und jetzt mach die mal tot da. Okay. Immerhin kann schon ein bisschen plündern. Und das Halblingendorf, was haben wir davon genau gehört? Irgendwas in Verbindung mit der Brücke. Genau, dass die Halblinge vielleicht mehr wissen könnten über diese Feuerbrand- oder Feuerweinbrücke. Das heißt, die Brücke müsste dann eigentlich auch hier in der Nähe sein. Müssen wir gleich mal schauen. So. Obwohl, eigentlich sollten wir auch nochmal zu einem Händler gehen. Weil Dünner hier und... Jahira haben beide keine Steine mehr.
Schon seit einer ganzen Weile, das ist doch ein bisschen nervig. Aber vielleicht haben die Halblinge ja einen Händler. So. Schauen wir mal, wie groß das ist. Das sieht doch wie eine Stadtmauer aus. Schön, schön. Da muss ich ja gar nicht lange rumsuchen. Okay. Ist das hier der Eingang oder ist das ein Hinterhof? Nee, sieht wieder ein Eingang aus. Und du bist... Gandula Glücksfuß. Seid gegrüßt, Reisender. Gandula Glücksfuß, zu euren Diensten. Welchem glücklichen Umstand hat unser kleines Dorf die Freude eures Besuches zu verdanken? Boah, ist der freundlich. Das wäre gar nicht gewohnt. Außer Leute wollen uns verarschen. Befindet ihr euch auf dem Weg zu Dolags Turm? Nee, eigentlich wollten wir zu dieser Feuerweinbrücke. Oder seid ihr dort bereits gewesen und sucht nun Heilung von blauen Flecken und zerschundenen Knochen? Es kommt oft genug vor, dass Reisende hier in der Ortschaft eintreffen, die fast am Verbluten sind. Zu dem Turm wollten wir noch nicht, weil er recht gefährlich aussah. Aber jetzt, wo er das sagt, könnten wir das bei Zeiten auch mal probieren. Die Antwort passt am besten, denke ich. Es ist kein Tag für Dolags Turm. Ich bin heute an den Ruinen von Feuerwein interessiert und wäre euch dankbar, wenn ihr mir den besten Weg zeigen würdet. Ja, ich kann euch den Weg zeigen und werde es mit Freunden tun. Doch muss ich euch zugleich warnen. So manches merkwürdiges Wesen strömt hier umher und ich habe gehört, dass es hier etwas anders zugeht als für gewöhnlich bei euren Viechern. Doch es wird viel geredet, wenn der Tag lang ist. Hier auf der Karte seht ihr es. Okay. Ich sehe es nicht auf der Karte. Oder bin ich jetzt blind? Da ist Dolags Turm, da wollen wir aber nicht hin. Da ist Ulcaster, da kommen wir her. Sprechen wir nochmal an. Wenn ich noch für einen Augenblick um euer geneigtes Gehör bitten dürfte, ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Für gewöhnlich herrscht über den Ruinen von Feuerwein der ungestörte Frieden der Natur und nichts lässt dort mehr auf die gewaltsamen Auseinandersetzungen der Vergangenheit schließen, die seinerzeit ums Leben kamen, haben mittlerweile allesamt zur Ruhe gefunden. Tödliche Gefahren jedoch geht von den Kobolden aus. Ah, die Kobolde verfolgen uns echt, ne? Die scheinen überall zu sein. Die seit kurzem dort hausen. Wenn wir euch überreden könnten, uns von dieser Plage zu befreien, dann sollt ihr zum Dank ein Geschenk von uns bekommen und dürft obendrein behalten, was immer ihr dort findet. Ich werde euch kleinen Leuten helfen, so gut ich kann. Geht voran. Ja, ich kann euch den Weg zeigen und werde es mit Freuden tun. Das haben wir schon gehört. Hier auf der Karte seht ihr es. Können wir es jetzt auf der Karte sehen? Nein. Das ist ein komischer Halbling.